Bürgermeister Nagel aus Graz, was bedeutet der Meistertitel für die Stadt Graz? Naja, bedeutet uns wahnsinnig viel. Nach dem Kulturhauptstadtjahr Europas zeigen wir ganz Österreich und darüber hinaus wieder den Menschen, dass Grazerinnen und Grazer in der Lage sind, Meister zu sein. Wir sind unheimlich stolz auf diesen Präsidenten, wir sind stolz, dass er diesen Trainer nach Graz geholt hat und wir sind natürlich auch stolz aufs gesamte Team und alle Menschen, die dahinter stehen. Die Menschen sind so bewegt in der Stadt, das ist das, was mir so gefällt dran. Sport und solche Leistungen sind eben in der Lage, Emotionen bei den Menschen wachzurütteln und das brauchen wir in der heutigen Zeit. Wir sind riesig stolz, sie sind tolle Vorbilder und diese Vorbilder sind für die Jugend wiederum so wichtig und man sieht das ja, wie die Fußballvereine in Graz brummen. Das verdanken wir diesen Spitzenleistungen. Der GRK ist mein Verein. Seitdem ich eigentlich denken kann, war ich immer GRK-Fan. Das hat dem Hannes Kartnick immer ein bisschen wehgetan. Aber es ist einmal so, ich habe da keine Veranlassung gesehen, einmal zu wechseln oder das ad acta zu legen. Jetzt ist es besonders schön für mich. Ich bin 41 Jahre lang als GRK-Fan gewohnt gewesen, wie viele andere, dass wir zum Schluss leiden. Diesmal dürfen wir uns freuen. Mit der neuen Situation müssen wir uns erst abfinden. Aber das Schöne ist auch, dass der Herr Präsident Roth für den GRK so einen professionellen Weg eingeschlagen hat. Jetzt auch mit den Jugendzentren, die wir von Seiten der Stadt fördern, sowohl was das Grundstück anbelangt, als auch den Bau. Wir werden einfach mithelfen, dass Sport in dieser Stadt einen großen Stellenwert hat und dass wir nach der Kulturhauptstadt jetzt zur Sporthauptstadt werden. GRK-Familie, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Politik, es gibt nichts Schöneres, dass wir nach dem Kulturhauptstadtjahr 2003 ein Sporthauptstadtjahr in Graz feiern dürfen. Wir sind unendlich stolz und das möchte ich als Bürgermeister gemeinsam mit meinen Regierungskollegen, mit dem Vizebürgermeister und allen Stadträten, die gekommen sind, heute dir, lieber Präsident, deinem gesamten Team sagen. Ganz besonders möchte ich mich aber hier in diesem Rahmen bei unseren Sponsoren bedanken, weil wir haben ja hier wirklich versucht, auch alle Sponsoren einzuladen. Sie haben heute in den Medien gesehen, auf dieser Seite, wie viele 100 Sponsoren uns unterstützen, damit wir auch diesen Erfolg erringen konnten. Und stellvertretend möchte ich die Familie Liebherr begrüßen. Die Kinder der Familie Liebherr, von Willi Liebherr, sind sogar hier mit Herrn Direktor Karl Weißkopf. Eine Familie, die uns seit Jahren intensiv unterstützt und stellvertretend für alle anderen Sponsoren, die lieber Karl und Familie Liebherr, herzlich willkommen in Graz und